Willkommen zurück zur nächsten Lektion. Jetzt befassen wir uns mit mehr Hintergrundwissen zu Haar- und Kopfhaut und welche Auswirkungen die Zeit auf diese beiden Bereiche haben kann. Von frühester Kindheit an verändert sich unser Haar, die Haarfarbe und die Haut stetig immer weiter. Wir konzentrieren uns deshalb heute einmal nun auf die ersten Anzeichen des Älterwerdens von Haar und Haut. Vielleicht hörst du von deinen Kunden öfter, wie sie die ersten grauen Haare bemerken, dass ihr Haar dünner wird, dass sie trockene Kopfhaut bekommen oder die Haare nicht mehr die volle Kraft und Vitalität haben. In diesem Modul erfährst du, welche Auswirkungen das Alter auf Haar und Kopfhaut hat. Ebenso geben wir dir dazu aber auch gleich ein paar Lösungen mit. Fangen wir also an. Ob es für deine Kunden kein großes Ding ist oder ein halber Weltuntergang. Graue Haare gehören wohl zum Lauf des Lebens und den Ursprung können wir nicht ändern. Wir Friseure können es aber abdecken oder veredeln. Hast du denn schon einmal darüber nachgedacht, warum unsere Haare eigentlich grau werden? Beginnen wir aber zunächst damit, wie das Haar seine natürliche Farbe erhält. Das Haar wächst aus einem Follikel, das schaut wie ein zwiebelartiges Gebilde aus, was aus der Kopfhaut kommt. Der durchschnittliche Kopf hat etwa 100.000 bis 150.000 Follikel, von denen jeder unabhängig voneinander arbeitet. Es ist das Melanin, das dem Haar seine Farbe gibt. Ein Pigment, das auch die Hautfarbe bestimmt. Es gibt zwei Arten von Melanin. Eumelanin, das dunkelbraun oder schwarz ist, und das rot-gelbe Pheomelanin. Wenn diese kombiniert werden, bilden sie unsere natürliche Haarfarbe, die wir als Tiefe und Ton beschreiben. Im Laufe der Zeit kann das Haar beginnen, grau zu werden, weil die Aktivität der Melanozyten sich verlangsamt oder gestoppt wird, Melanin zu bilden. So wächst das Haar aus dem Follikel als ungefärbt oder, wie wir es sehen, grau, silber oder weiß. Aber die Wachstumsphase hört Gott sei Dank nicht auf. Ronny, du sagst es. Das Haar, das aus dem Follikel wächst, ist schlichtweg pigmentlos. Graues Haar, was umgangssprachlich gerne benutzt wird, gibt es eigentlich in dem Sinne nicht wirklich. Zumindest nicht auf natürliche Weise. Es ist eine Mischung. Also die Reflexion aus nebeneinanderliegendem, unpigmentierten und pigmentiertem Haar. Wie beim Malern, ja, eine Mischung aus Weiß und Dunkel ergibt ein Grau. Die Kombination aus beidem erzeugt dieses einzigartige Licht- und Schattenspiel und sorgt für diese graue Optik. Wenn du anfängst, mit deinen Kunden über graue Haare zu sprechen, wirst du merken, dass natürlich graue Haare nicht immer bei jedem gut ankommt. Viele Kunden suchen insgeheim nach Lösungen, vor allem wenn sich im Laufe der Zeit ein Gelbstich bildet. Es gibt dazu ein paar Gründe, warum graues Haar einen Gelbstich bekommt. Der erste Grund kann einfach die Umwelt sein. Das Wetter und besonders die Sonne tragen zur optischen und strukturellen Veränderung des Haares bei. Das ist übrigens bei allen Haartypen so. Du weißt ja, speziell lange, auch chemisch unbehandelte Haare werden zur Länge und Spitze hin immer etwas poröser. Man hat festgestellt, dass unpigmentiertes Haar eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht hat. Einfach, weil ihm das Melanin fehlt, das genau wie in unserer Haut ein natürlicher Schutz gegen die UV-Strahlung ist. Gelbliche Reflexe sind bei dunkleren Grautönen weniger zu sehen. Je heller das Haar ist, besonders bei natürlich weißem Haar, sind diese gelben Verfärbungen schon häufiger sichtbar. Was also lässt graues Haar letztendlich gelblich erscheinen? Keratin ist undurchsichtig und nicht ganz weiß. So kann es also ganz leicht gelbliche Reflexe zeigen. Melanin fehlt im grauen Haar und hinterlässt winzige Hohlräume. Die Zwischenräume oder Hohlräume sind mit Luft gefüllt. Und der Sauerstoff in der Luft erzeugt eine gelbliche Substanz durch Oxidation bestimmter Aminosäuren. Die fehlenden natürlichen Pigmente machen das Haar empfindlicher gegenüber Sonneneinstrahlung.
ebenso auch Hitze. Wie durch Verwendung von Hitzetools wie einem Glätteisen oder dem Föhn kann eine Vergilbung durch den Abbau des Haarkeratins verursachen. Eine gute Lösung für den Kunden kann dann ein Silbershampoo sein. Mit regelmäßigem Gebrauch, gegebenenfalls auch mit etwas Einwegzeit, kann dies mit seinen enthaltenen komplementären Farbstoffen das Gelb etwas neutralisieren. Natürlich ist es nicht von langer Dauer und die Ergebnisse sind hiermit begrenzt. Wir können auch gut mit Intensivtönung arbeiten, aber oft führt dies dazu, dass das natürliche, noch pigmentierte Haar aufgehellt wird und dadurch warme Untertöne entstehen. Das merkst du spätestens beim Rauswaschverhalten. Und genau das umgehst du mit True Gray. Du hast keine Haarschädigung, keine Aufhellung des Naturtons, keine Ansatzbildung, keine dauerhafte Bindung, sondern ein weiches Rauswaschverhalten auf kühler und grauer Basis. Meiner Meinung nach die ideale Lösung. Der Alterungsprozess wirkt sich nicht nur auf die Haarfarbe aus, sondern auch auf die Haare selbst. Wie schnell sie wachsen, auf die Qualität und Quantität, auf die Haptik, besonders auf die Geschmeidigkeit. Viele beschreiben es dann als borstig. Manche sagen, es wird lichter und weicher. Aber warum ist das so? Warum sagen viele Kunden, ihre grauen Haare hätten ihren eigenen Kopf und machen, was sie wollen? Genau, mit zunehmendem Alter verändert sich auch der Durchmesser des Haares. Dieser wird größer, fester und borstiger. Das Haar wächst oft unregelmäßig und dann auch mit unterschiedlichem Durchmesser und Form aus dem Follikel heraus. Deshalb wird es schwieriger, das Haar zu bändigen und zu stylen. Diese Veränderung der Haarstruktur zeigt sich auch bei der Lichtreflexion und dem Glanz. Es sieht oft stumpf aus. Das liegt daran, dass an den Stellen der Struktur, wo früher Melanin war, jetzt einfach nur noch Hohlräume sind. Und diese Unebenheiten sorgen in der Reflexion für eine zusätzliche Streuung des Lichts. Das bedeutet, das darauf treffende Licht wird nicht gebündelt zurückreflektiert. Und das nehmen wir wiederum dann mit unseren Augen als stumpf und glanzlos wahr. Im Alter verändert sich auch der Hormonhaushalt. Die Aktivität der Talgdrüsen nimmt ab und die Kopfhaut wird trockener und auch empfindlicher. Das hast du bestimmt auch schon bemerkt, dass einige Kunden empfindlich auf Färbebehandlungen reagieren und es manchmal als unangenehm finden, wenn ihre Haare gewaschen und gekämmt werden. Das liegt daran, dass die natürlichen Lipide abnehmen. Dies ist auch ein Grund, warum viele Kunden mit dem Färben aufhören. Ein guter Tipp, um hier Abhilfe zu schaffen, ist es, die Kopfhaut bei dem Färben vorzubehandeln. Außerdem neigen manche Kunden auch zum Schwitzen, was dazu führt, dass das Haar kein Volumen mehr hat. Hier können die richtigen Pflege- und Stylingprodukte helfen. Großartig für Frische und einen lockeren Halt der Haare kann hier von Aimi Treimi sein. Das ideale Trockenshampoo, ohne das Haar waschen zu müssen, fühlt es sich frischer und griffiger an, wenn ich es ins trockene Haar verteile. Ideal auch für feines Haar. Wenn ich nun Heimpflege empfehlen möchte, sollte ich die wesentlichen Pflegebedürfnisse von natürlich grauem Haar kennen. Graues Haar ist in der Regel in gutem Zustand, da es naturbelassen ist. Es kann zu weich und zu flauschig oder zu drahtig und zu widerspenstig oder nennen wir es mal sehr eigenwillig sein. Graues Haar benötigt letztendlich nur leichte Pflege, die die Frisierbarkeit unterstützen. Oft wissen Kunden einfach nicht, welche Produkte sie kaufen sollen, da es zu viele für gefärbtes oder chemisch behandeltes Haar gibt, die dann viel zu schwer und zu pflegend sein können. Und denk daran, du musst dir keine Bedenken wegen Haarschäden machen, denn graues Haar ist normal. Einige Kunden haben sogar aufgehört, Conditioner zu verwenden, da sie einfach das Haar zu schwer machen und zu stumpf aussehen lassen können. Unsere Element-Serie bietet die perfekte Pflegeeigenschaften für genau diese Haarstrukturen für all unsere Silver Glow Treatments. Die Produkte von Elements sind sanft zur Haar- und Kopfhaut. Sie verleihen dem Haar Geschmeidigkeit, Glanz
und Kennbarkeit, ohne das Haar zu beschweren. Elements ist vollgepackt mit Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Und sie sind ohne Sulfate oder Silikone formuliert. Das Sortiment umfasst verschiedene Produkte, sodass du eine perfekte Kombi für deinen Kunden zusammenstellen kannst. Falls du dazu alle Details erfahren möchtest, schau mal hier auf eEducation in das Modul von Elements rein. Kai hat nämlich wertvolle Infos für dich. Ronny und ich geben dir hier einen kleinen Auszug zur Elements-Serie. Die Renewing Line umfasst Shampoo und Conditioner für die tägliche Anwendung. Für die Kunden, die lieber eine Leave-In-Pflege verwenden, haben wir das Renewing Spray, was das Haar entwirrt und vor mechanischer Beanspruchung schützt. Das Spray macht es weich und griffig zugleich. Ach, und auch gut zu wissen, die Verpackungen sind alle aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Renewing Shampoo ist ein Shampoo, das für alle Haartypen geeignet ist. Es verleiht dem Haar hervorragende Geschmeidigkeit sowie antioxidativen Schutz, um Schäden durch freie Radikale effektiv zu reduzieren. Es ist sulfatfrei, hat aber eine gute Schaumbildung. Das Renewing Leave-In Spray ist speziell für diejenigen geeignet, die keine Fans von Conditionern sind, die man zusätzlich ausspülen muss. Es hilft, das Haar vor täglicher, mechanischer Belastung zu schützen. Es macht das Haar weich und griffig, gibt aber zusätzlichen, leichten Halt. Die Elements-Serie hat ebenso auch Produkte für den Kopfhautbereich, da wir wissen, dass die Kopfhaut mit der Zeit trockener werden kann. Das beruhigende Shampoo und Leave-In-Serum spendet Feuchtigkeit und beruhigt somit optimal trockene und empfindliche Kopfhaut. Egal, ob das Haar naturbelassen ist oder mit einem Silver Glow Treatment veredelt wurde, die Pflegeempfehlung bleibt die gleiche. Denn unser True Gray verändert dank der tollen Technologien nicht die Haarstruktur. Lass uns also einige Mythen beiseite räumen. Das Herausreißen eines grauen Haares bewirkt, dass 3 neue graue Haare nachwachsen. Das ist ein Ammenmärchen. Aber ich würde trotzdem nicht empfehlen, diese Haare herauszureißen. Du würdest damit nur das Unvermeidliche hinauszögern, damit ein anderes graues Haar wieder nachwächst. Außerdem kann das Ausreißen der Haare die Follikel so sehr schädigen, dass die Haare aufhören zu wachsen. Lässt Stress die Haare grau werden? Nicht direkt. Aber es kann einen Zustand hervorrufen, der dazu führt, dass dein Haar etwa 3-mal schneller als normal ausfällt. Es ist möglich, dass dein Haar, wenn es nachwächst, grau wird, statt deiner ursprünglichen Farbe. Zu viel Sonne lässt sie grau werden? Nein. Wir wissen, dass UV-Strahlen die Hautalterung beschleunigen können. Diese sehen wir später als Falten und Pigmentflecken, wenn wir älter werden. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass sie das Haar grau machen. Abgesehen davon ist die Sonne generell nicht gut für das Haar, weil sie es austrocknet. Und graues Haar ist anfälliger für Schäden durch Hitze oder Sonneneinstrahlung, da es weniger Melanin hat. Daher ist es für diese Kunden sinnvoll, einen Hut oder Mütze zu tragen oder Produkte mit UV-Filtern zu verwenden. Das Invigo Sun Protection Spray kann eine gute Ergänzung zur Pflege im Sommer sein. In diesem Modul haben wir dir wichtige Informationen gegeben, welche Auswirkungen das Alter auf das Haar und die Kopfhaut hat. Wir haben dir ebenso einige Tipps dazu geben können. Du hast nun hoffentlich ein gutes Verständnis dafür, warum Haare grau werden und vor welchen Herausforderungen wir bei grauen Haaren manchmal stehen. Einschließlich der Frage, warum dieses gelbstichig wirken kann. Und du hast Tipps und Lösungen für empfindliche Kopfhaut bekommen. I'm gonna go.